Der Tag nach dem Feuer. Das Festival geht weiter, nur das Riesenrad steht still. Und viele, die gestern Abend hier waren, erinnern sich noch genau. Als erstes haben wir erst gedacht, ja, vielleicht irgendwann Kalo oder irgendwelches Feuer, was da sich wieder irgendwelche einfallen lassen haben. Und dann wurde uns ziemlich schnell klar, dass es ein Feuer ist am Riesenrad. Das sah erstmal alles sehr gruselig aus, aber irgendwie waren die Maßnahmen so schnell und es sah sehr vernünftig und durchdacht aus, dass wir, ja, irgendwie da keine Panik aufgekommen ist. Das Feuer brach kurz nach 21 Uhr aus. Laut Betreiber geriet eine leere Gondel während eines Fahrgastwechsels in Brand. Das Feuer griff auf eine benachbarte Gondel über. Mitarbeiter und Hilfskräfte konnten den Brand schnell löschen. Es gab zahlreiche Verletzte. In Lebensgefahr schwebt niemand. Der polizeiliche Brandursachenermittler nahm am Morgen seine Arbeit auf. Nach seiner ersten Einschätzung zur Brandursache kann gesagt werden, dass unter dem Riesenrad befindliches Material aus bislang unbekannten Gründen in Brand geriet und das Feuer dann in der Folge auf eine Gondel übergriff. Wir gehen in gegenwärtiger Lage von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Bis die Brandursache feststeht, kann es noch einige Tage dauern. Das Festival mit insgesamt etwa 30.000 Besuchern soll wie geplant am späten Abend enden.